Zäune in Ungarn, Grenzkontrollen in Österreich, Tausende von Flüchtlingen gestrandet an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien. Die Schließung der berüchtigten Balkanroute, das Thema beim heutigen Gipfel in Brüssel. Bei der Frage, wie können wir erreichen, dass sich nicht nur für einige wenige Länder die Zahl der Flüchtlinge verringert, sondern für alle Länder inklusive Griechenland, kann es nicht darum gehen, dass irgendetwas geschlossen wird. Eine Frage der Definition. Andere beharren darauf. Es gibt keine Route, die offen ist. Wir sind für eine geordnete Verteilung. Offiziell geschlossen oder nicht, überwältigt von Tausenden von Flüchtlingen sieht sich Griechenland einer humanitären Katastrophe gegenüber. Um für Entlastung zu sorgen, hatten EU-Staaten letztes Jahr zugesagt, Griechenland und Italien 160.000 Migranten abzunehmen. Stand heute wurden nicht mal 700 umverteilt. Es gab Entscheidungen, die wurden aber nicht von allen eingehalten. Das ist ein Problem für unsere Gemeinschaft. Wenn Abmachungen nicht eingehalten werden, dann brauchen wir sie erst gar nicht zu treffen. Home for Europe. If there are agreements that we not implement, there are not agreements at all. Und dann ist da auch noch die Türkei. Der türkische Premier Ahmet Davutoğlu heute Ehrengast in Brüssel. EU-Staats- und Regierungschefs wollen ihn dazu bringen, seine Grenzen besser zu schützen, Menschenschmuggler stärker zu verfolgen und illegale Migranten auch zurückzunehmen. Aber er machte bei seiner Ankunft klar, all das wird seinen Preis haben. Die Türkei ist nicht nur bereit, mit der EU zu arbeiten, sondern auch ein Mitglied der EU zu werden. Laut einem Plan der Europäischen Kommission hat Griechenland noch bis Mai, um seine Außengrenzen zu sichern. Mit Hilfe von Frontex, der NATO und der türkischen Marine. Wenn das nicht funktioniert, könnten Einzelstaaten das Schengen-System offiziell aussetzen und ihre Grenzen geschlossen halten.